Wenn ich das zweite große Schuldthema nehme, dann nenne ich das das schlechte Gewissen. Weil das schlechte Gewissen ist etwas anderes als diese instinktive Reaktion auf die Verletzung von jemand anderem. Das schlechte Gewissen, das hat was mit einer inneren Instanzen zu tun, die uns beurteilen. Ich merke, wenn jemand anderes leidet durch mein Handeln, dann gibt es ein Mitleiden. Und das ist das, was wir, deswegen fühlen wir uns schuldig. Also es ist wie ein Schmerz über das, was wir im anderen angetan haben. Wir haben halt diese kindliche Sehnsucht nach der Unschuld und dass es alles gut ist und dass wir, wenn wir so wie in Mutters Arm geborgen sein, alles gut und wir sind geliebt. Und das ist halt das kindliche Wunsch. Und wir lernen halt, erwachsener zu werden und sehen, was davon ist möglich und was davon ist nicht möglich. Da gibt es also eine Instanz, die uns von oben her in uns beurteilt und die uns antreibt und die uns sagt, was richtig ist, was falsch ist. Die sagt, wie wir uns ernähren sollen, die Kindererziehung, wie viel Arbeit. Also diese Instanz, die haben wir alle. Da gibt es diese Seite in uns, die hat eine gute Absicht. Und wenn ich ihr dankbar bin, wenn ich eher liebevoll zu ihr schaue, anstatt in der Rebellion, also wenn ich das Gute sehe und schätze und annehme, dann entspanne ich mich viel mehr, als wenn ich mich dagegen versuche zu wehren.